Ja, was war gestern los, Chat? Was war gestern los? Internet broke down, legit. Internet einfach komplett gebroken. Jetzt fragen hier sehr viele Leute, was ist denn mit Toni und dir los? Ja, da werden wir uns dann sicherlich nochmal zu äußern. Reefed hat Revi doch nicht geküsst. Angeschrien im Next Level Event. Digga, das hat 200.000 Aufrufe. Statement. Das hat 200.000 Aufrufe. 100.000 Aufrufe, das ist gestern passiert, Digga. Das ist gestern passiert. Was ist denn da, was ist denn daran, no joke, was ist denn daran so interessant? Ich check's nicht. Was ist denn, der Mann ist so dicht. Was ist denn daran so? Auf TikTok geht das überall viral. Ich check's nicht, Chat, ich check's nicht. Was ist daran so krass? Lass uns mal ganz kurz das Ganze so ein bisschen... Wie heißt das? Dings, ihr wisst, was ich meine. Lasst uns das mal ganz kurz so ein bisschen Vasek-Dings slicen. So, wisst ihr, was ich meine? Ich denke, ich bin auch komplett verballert. Pass auf. Ich denke mir so, okay, wenn es so sein sollte, ja, angenommen, sagen wir mal, es wäre real, okay? Was wäre dann so schlimm daran? Checkt ihr, was ich meine? Was wäre so schlimm daran? Angenommen, es wäre nicht real, was wäre so schlimm daran? Versteht ihr, was ich meine? Was ist so das Problem? Ich check nicht, es ist einfach so, dass ich... Es ist jetzt ja nichts... Also, Unge hat schon geleakt. F an den armen Karl. Ja. Chat, ich sag mal so. Ihr werdet es irgendwann sicherlich noch erfahren. Das Schlimme daran bin ich. Ach so, das Problem bin ich. Gar nicht, dass es passiert ist, sondern tatsächlich... was schreibt Nova gerade? Ich dachte, das wäre was Besonderes zwischen uns. Ey, Nova, du bist nicht mal Sub. So besonders kann das nicht sein. Nova, der Hype-Chain verreckt hier auf Level 2. What the fuck? Was soll das eigentlich? Wofür der ganze Cloud, wenn ich daran nicht mal Geld verdiene? Nova, scheiße, Mann. Scheiße. Was soll ich sagen? Ja, Unge hat getweetet. Okay. Das heißt, ihr wollt einfach alle wissen, was abgeht, oder? Ihr wollt einfach alle wissen, was abgeht, oder? Mehr wollt ihr gar nicht. Ihr wollt einfach alle nur die Wahrheit wissen. I get it. Ja, wird kommen. Ich check halt nicht. Guck mal, das Video, 192.000 Aufrufe. Wenn man hier eingibt, da, man muss R eingeben auf YouTube. Man gibt R auf YouTube ein, das kommt direkt als erstes. Man gibt R auf YouTube ein, es kommt instant das. Digga, ich öffne TikTok. 3000 Clips, Digga, TikTok, 3000 Clips davon, 3000 Clips, no joke. Guck mal, dieses Video zum Beispiel. Passt auf. Was sagt Antonia hier? Meine ganze For You-Page auf TikTok damit voll, was geht ab, Alter? Statement zu dem Kuss, ich habe gesehen, du hast Revi geküsst. Ja, war sehr nice. Wie waren seine Lippen? Gute 15 cm weg von mir, aber ja. Oh. Was war mit 15 cm? Ach so, er war... Oh mein Gott. Ihr wisst, dass das live ist, ne? Ja, keine Ahnung, Alter. Warum ist die Cam hier so groß? What the fuck? Kein Plan, ne? Keine Ahnung. 15 cm, Alter, ne? Also 15 cm ist... Ist nicht wenig, ne? Sag ich mal, Chat. 15 cm ist, Digga, ich check's nicht. Guck mal, man gibt das hier ein. Alles. Digga, was hat Unge? Unge liegt Revi und Reef seit Date wieder zusammen. Junge, deutsche Promi-Flash einfach. Was geht hier denn ab? Hey, Simon, hast du den Kuss von Revi und Antonia gesehen? Wenn ich schau mal, habe ich doch natürlich gesehen, ich habe das als Event doch geguckt. Ja, ich finde es süß, dass die endlich damit an die Öffentlichkeit gehen, dass Revi und Reef jetzt zusammen sind seit 3 Wochen. Finde ich gut, dass sie es jetzt... Unge, warum? Unge, wieso erzählst du? Unge, warum machst du so? Unge, Bro, wieso stichst du mir in den Rücken? Das ist doch meine Sache, das ist doch unser Ding, Unge. Ob wir das... Simon, Alter. What the fuck, Simon?
Wie? Hey, Unge! Warum? Warum? Ich check's nicht. Was geht hier gerade ab? Alles kaputt? Unge, warum machst du so? Warum machst du so, Simon? Digga, einfach Promiflash-Redakteur. Der Bro steht mit der Kamera da, wenn ich irgendwas mache. 31er. Ganz, ganz unfair. Also, Simon, warum? Das ist doch mir überlassen. Scheiße, Alter. Nächster Monat den Abo-Falle. Ja, bleib drin. Öffentlich machen. Kuss. Statement zu dem Kuss. Ich hab gesehen, du hast Revi geküsst. Ja, war sehr nice. Wie waren seine Lippen? Digga, zuerst, Unge, liegt meine Handynummer. Dann, Unge, liegt einfach Dinge, die privat sind. Unge. Unge. What the fuck? Gute 15 cm weg von mir, aber ja. Simon. Ihr wisst, dass das live ist, ne? Ja, das haben wir schon gesehen. Sind Revi und Reef zusammen, bin verwirrt. Eigentlich wollten die es nicht in die Öffentlichkeit ziehen, aber durch den Kuss heute beim Event vielleicht Meinung geändert. Sind seit 3 Wochen zusammen. Unge! Unge! Alter. Handynummer. Private Dinge. Irgendwann liegt Unge Schwanzbilder von mir, Kontostand, alles. Digga. Bro, ganz ehrlich, also da muss ich, ey, ich muss kurz Herr Anwalt anrufen. Ich rufe jetzt Herr Anwalt an, sorry. Das geht so nicht. Ich rufe mal kurz Herr Anwalt an. Pepogo. Alter, du sagst es, Pepogo, ganz genau richtig. Hey, darf ich dich kurz was fragen? Ja, was? Ich bin gerade am Stream, ja? Mhm. So. Und Unge... Wenn ich das beantworten kann direkt. Aber wir gucken, ja. Okay, pass auf. Unge hat einfach private Details über mein Leben, sag ich mal, öffentlich gestellt. Oder stellt... Sagen wir es mal so, es könnten auch Behauptungen sein. Man weiß es halt nicht, ne? So. Ja. Kann ich ihn dafür anzeigen? Also ja, angenommen, Simon wird jetzt... Es kommt so ein bisschen drauf an, was für Nachrichten das sind, beziehungsweise was für Details. Naja, stell dir mal vor, er wird einfach Dinge erzählen, dass ich mit einer Person zusammen wäre. Also, ja, das könnte, also da kommt drauf an, aber wenn es jetzt nicht so gängig wäre und nicht irgendwie allgemein bekannt wäre, könnte man drüber nachdenken, ob man sagt, er darf diese Behauptung nicht mehr aufstellen und ihm eine Unterlassung schicken oder eine Unterlassungserklärung, dass er die unterschreiben soll. Und das geht auch nach Madeira? Das ginge auch nach Madeira, aber das geht jetzt schon in Richtung Rechtsberatung. Ja. Nö, das klar ginge das auch nach Madeira. Ne? Es kommt auch drauf an, wo wirkt sich das aus, in welchem Land, in welchem Ort und. Aber theoretisch ginge das auch dahin, aber ist ja hoffentlich nicht so ernst jetzt, oder? Weiß ich nicht, vielleicht muss ich Simon vielleicht müssen wir Unge abmahnen, vielleicht melde ich mich gleich nochmal. Vielleicht müssen wir mehrere Kanzleien mobilisieren, ich weiß es nicht. Ja, ne? Okay, ja, dann viel Erfolg dabei, aber also es könnte natürlich sein, ja, aber ja, genau. Mhm. So wild wird es wahrscheinlich nicht sein. Alles klar. Alles klar, wir sprechen nochmal. Ich melde mich, ja? Alles klar. Vielen Dank, dankeschön. Ich bereite schon mal alles vor, ne? Super, dankeschön. Schick die Army los, danke. So, hier werden jetzt mehr Abmahnungen verschickt, als Karl S. es kann. Jetzt reicht's mir. Simon Unge. Ich hab auch ein Privatleben, Unge. Ich habe ein Privatleben, Alter, ja? So. Und ich habe den führenden Social Media Anwalt, Herr Anwalt, angerufen. Solmecke, kommt gleich aufs andere Ohr. Unge, das gibt eine Anzeige. Das gibt eine fette, fette Anzeige. Meine Handynummer, okay, stehe ich hinter. Kann passieren, war ein Versehen. Aber das Simon, dem Simon kann man nichts anvertrauen. Das Ding ist, es könnte eine Falschbehauptung sein. So sagen wir es nämlich mal. Es könnte auch eine falsche Behauptung sein. Ja? Es könnte einfach auch eine Falschbehauptung sein. Wir wissen es nicht, okay? Gegenleaken. Ich muss gegenleaken. Ich muss einen Gegenleak machen, Chat. Gegenleaken. Was soll ich von Unge leaken? Was kann ich von Unge leaken, damit der aufhört? Handynummer bringt nichts. Adresse bringt nichts. Irgendwas anderes. Bitcoin-Wallet oder sowas. Ich gebe Twitch-Passwort. Ja, ist gut. Schwanzbild. Hm? Er ist kein Veganer. Der wird noch sehen. Digga. Wegen Unge. Einfach nur wegen Unge. Es ist schade. Es ist wirklich schade. Alles voll. Den ganzen Clip nochmal sehen hier. Auf das Patty in dem Ofen. Ich will jetzt hier nochmal auf den Clip eingehen. Schaut mal genau bitte hin. Wie viele Käse brauchen wir? Eins. Oder zwei. Ist der so ein Käsetyp?
Ist der so Crispy Rob Level, oder? Das ist Verleumdung, was der macht. Das könnt ihr gern klippen und auf TikTok stellen, dass ich Simon Unge abmahnen werde. Jetzt reicht's mir. Käse auf eine Pizza, dann einfach eine reicht. Nein, nicht einen halben, Alter. So, wir sind hier ganz normal am Chillen. Tun Käse auf den Burger, alles entspannt, alles entspannt. Wirklich. Ist es das nächste Date? Dann aber das So, jetzt, achtet drauf. Was denn? Da, von wem? Wer hat den Move gemacht? Wer? Und ich sag's euch, wenn ihr die Wahrheit wissen wollt, die Wahrheit kennt Sturmwaffel. Sturmwaffel kennt die Wahrheit. Sturmwaffel kennt die Wahrheit. Nur er weiß, was geschehen ist. Nur er weiß, was geschehen ist, Chat. Nur er weiß es. Da kommt gleich die Kamera, guck mal. Die sind Geier. Robby Flash, ne? Ich weiß es nicht. Ihr wisst, dass das live ist. Ich weiß es nicht. Ich muss Sturmwaffel anrufen und sagen, dass er nichts sagen darf. Ich werde jetzt alle mundtot machen. Unge wird abgemahnt. Sturmwaffel auch. 50 Zentimeter, ja? Vielleicht? Scheiße, der schläft noch. Ich werde alle wegmachen. Schade. Sturmwaffel ist schon... Vielleicht habe ich Sturmwaffel schon kaltgestellt. Vielleicht, ne? Sag ich mal. Vielleicht, ne? Ich weiß es nicht. Nur er kennt die Wahrheit, Chat. Nur er kennt die Wahrheit. Nur er weiß, was passiert ist. Stopp. Weiter. Stopp. Weiter. Sind wir noch live? Ja. Okay. Was mit dem Kameramann? Der hat das nicht gesehen, oder was? Aus der Perspektive konnte nur Sturmwaffel sehen, was passiert ist. Antonia-Tweet. Schaut hier. Die Next Level Memes zur Welt. Unge hat geleakt, dass ihr schon 3 Wochen zusammen seid oder so. Oh, wusste ich nicht. Aber wenn Simon das sagt, stimmt das wohl. Es ist real und war schön. Ja. Unge. Nochmal. Im Endeffekt. Unges Regenbogenglas klauen ist eine Idee. Soll ich Simon mal versuchen anzurufen? Ich rufe den jetzt an und sage ihm schon mal, dass er sich auf ein Anwaltsschreiben gefasst machen kann. Ich erpresse ihn jetzt. Ich mache den jetzt mundtot. Evanio hat das Glas. Mhm. Ich bin bald wieder auf Madeira. Und da werde ich das Glas kaputt hauen. Der schläft noch. Merkt ihr was? Alle Leute, die wissen könnten, was passiert ist. Unge, Sturmwaffel. Nicht erreichbar. Vielleicht habe ich damit was zu tun. Vielleicht, ne? Die sind alle nicht erreichbar. Alle weg. Wie vom Erdboden verschluckt. Unge lang nichts mehr getweetet. Nichts mehr gehört seit gestern. Sturmwaffel. Auch mundtot, ne? Hier, letzte Aktivität von Unge. Vor neun Stunden. Hier, Sturmwaffel. Können wir auch schauen. Wie lange war Sturmwaffel nicht mehr da? Letzte Aktivität. 29. April. Und gestern das letzte Mal gesehen. Ich sag's nur. Ne? Vielleicht habe ich Dinge schon in die Wege geleitet. Ne? Also, vielleicht hat der frühe Wurm den Vogel schon verschluckt. Oder vielleicht hat auch schon jemand im Glashaus mit Steinen geworfen. Oder im Steinhaus mit dem Regenbogenglas geworfen. Alles, was ich sagen kann, ist ohne meinen Anwalt. Und das ist der Herr Anwalt. Sage ich gerade erstmal gar nichts. Ja, so. Ganze Nacht war ich am Schreien, weil ich sauer war. Sebastian, danke für den nächsten Monat. Pius, dankeschön. Robinson, dankeschön. Ganze Nacht habe ich geschrien. Antonia kann ich gerade nicht anrufen. Die ist, glaube ich, bei Worldwide Wohnzimmer. Aber ich sag mal so, die 15-Zentimeter-Chat... Da möchte ich auch nicht näher drauf eingehen, ja? Was ist Gina? Was ist mit Gina? Auch da gab es kein Statement mehr von InScope. Von Gina hat man auch nichts mehr gehört und von InScope, ne? Von mir auch nicht zu dem Thema. Man weiß es nicht. Vielleicht habt ihr mich alle unterschätzt. Ne? Kann ja sein, dass ich... Ne? Vielleicht war das doch alles nur gedribbelt. Ich muss irgendwie an Evanio rankommen. Evanio. Wie komme ich denn an Evanio ran? Wie komme ich an Evanio ran? Über Twitter, ne? Ich muss ihm schreiben. Ich habe noch nie mit Evanio Kontakt gehabt. Hat Evanio kein Twitter? Der hat kein Twitter? Über Instagram. Ich mache dem jetzt einfach mal kurz ein Memo.
Hey, wir hatten noch nie miteinander Kontakt. Ich bin Revi, was geht? Pass auf, das Regenbogenglas, was du hast, ich bräuchte das als Druckmittel. Simon Unge hat private Daten über mich private Sachen über mich geleakt. Dinge, die nicht in Ordnung sind. Ich brauche ein Druckmittel, ein Hebel. Ich bin in 1,5 Wochen auf Madeira. Versteck das bitte so lange. Und es könnte sein, dass wir nochmal, dass ich dir das Regenbogenglas vielleicht abkaufe, ja? Ich brauche das. Ich muss irgendwie einen Hebel haben gegen Unge. Meld dich mal bitte, ja, danke dir. Schauen wir mal. Wir schauen mal. Chat, es ist alles offen. Es ist alles offen. Ich sag's, wie es ist. Es ist alles offen. Es ist alles offen. Die Wahrheit wird nicht ans Licht kommen. Ich bin noch nicht drunk. Es ist interessant, wie die Leute sowas interessiert, ne? Aber gut. Wir warten einfach mal ab. Und wenn ich demnächst auf Madeira bin, sage ich mal, kümmere ich mich darum. Ne? Kümmere ich mich darum.